Leute, es ist mal wieder Zeit für eine Verlosung. Ein Verlosungsstapel liegt hier vor mir rund um Suicide Squad und Co. Und dementsprechend coole Preise. Aber kurz, wie jede Woche, erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch gleich wieder Filme oder Dinge, die ihr zu Filmen gewinnen könnt und werde euch danach einen Kommentar sagen oder eine Frage stellen, dass ihr in der Infobox unterhalb des Videos komplettieren sollt oder die Frage beantworten. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit stehen auch nochmal in der Infobox. Und nach Ablauf der Zeit werde ich per Zufallsverlosung auslosen, wer der Gewinner oder die Gewinnerin sind und schreibt euch dann per YouTube-Direktnachricht an mit herzlichen Glückwunsch, du hast das und das gewonnen und dann brauche ich euren Namen und eure Adresse und dann bekommt ihr euren Preis umsonst im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an mit dem ersten Preis, nämlich geht es um Suicide Squad. Zu diesem Film habe ich 3x2 Freikarten für euch zu gewinnen, der ab dem 18. August in den deutschen Kinos startet und zu jedem 1x2 Freikarten gibt es noch so geile Suicide Squad Sticker. Wie cool wäre das gewesen zu der Zeit, als man noch Sticker gesammelt hat. Früher auf dem Schulhof natürlich. Mann, sind das coole Sticker. Egal. War schon lange nicht mehr so ein Fan von Stickern. Wer Suicide Squad Freikarten plus Sticker gewinnen will, schreibt in die Kommentare, auf welchen der Bösewichte ihr euch am meisten freut. Ist es der Joker? Ist es Harley Quinn? Ist es Deadshot? Wer auch immer. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Suicide Squad Freikarten und Sticker gewinnen. Dann im Heimkino startet Raum, Oscar-nominierter und auch Oscar-prämierter Film. Spannendes Drama, Thriller-Drama rund um eine Frau, die mit einem Kind eingeschlossen ist. Eine Art Entführungsfilm ein Stück weit. Und wenn ihr Raum gewinnen wollt auf Blu-ray oder DVD, schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblings- in Anführungszeichen Film ist, der mit Entführung zu tun hat. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Blu-ray oder DVD zu Raum gewinnen. Schreibt immer in Klammern dahinter, welches Format ihr wollt, damit ihr nicht die Blu-ray gewinnt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Dann 3 Blu-rays zu 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, Michael Bay Film rund um eine besondere Einheit im Kampfeinsatz. Review müsste ich jetzt immer noch machen, habe ich zum Kinostart nicht geschafft. Wenn ihr 13 Hours gewinnen wollt auf Blu-ray, schreibt die Kommentare, welcher euer Lieblings-Michael Bay Film ist. Mit ein wenig Glück könnt ihr hier gewinnen. Dann das Remake von Point Break. War enorm teuer, lief in den Kinos, bei der Presse nicht so gut weggekommen, aber jetzt hier auf Blu-ray und DVD raus. 3 Blu-rays zu Point Break hätte ich für euch. Geile Naturaufnahmen gibt es auf jeden Fall dort zu sehen, unter anderem auch mit deutschen Schauspielern im Cast. Wer Point Break als Remake hier gewinnen will zum Heimkinostart, schreibt in die Kommentare, welches euer Lieblingsremake in der Filmgeschichte ist. Das könnt ihr dann gewinnen, wenn ihr das beantwortet. Dann hätten wir noch Familie zu vermieten, französischer Film, rund um einen Mann, der sehr viel Geld hat und eine Frau, die 2 Kinder hat, aber kein Geld und der beschließt, eine Familie zu mieten, damit er sich mal so ein bisschen beliebter fühlt und eben Familie hat. Und wenn ihr diese Komödie gewinnen wollt, schreibt ihr in die Kommentare, für wie viel Geld würdet ihr eure Familie einen Tag lang vermieten. Wenn jemand unbedingt Familie bräuchte, für wie viel würdet ihr eure Familie vermieten? Keine Sorge, übermorgen kriegt ihr sie wieder zurück. Aber wie viel wäre euch das wert, um es durchzuziehen? Und bin mal gespannt, was ihr da schreibt. Dann Heimkinostart von Criminal Activities. Hätte ich 3 Mediabooks von euch. Da ist dann quasi Booklet drin, DVD und Blu-ray drin. Also quasi alle Formate zusammen. Film mit Michael Pitt, ich glaube auch von Michael Pitt letztendlich produziert und mit John Travolta unter anderem die Geschichte von ein paar Jungs, die eine Art todsicheren Tipp bekommen, aber auf einmal bei der Mafia Geldschulden haben und dann zwischen die Fronten geraten. Wenn ihr Criminal Activities gewinnen wollt, der jetzt auf ein Heimkino startet, schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblingsfilm mit John Travolta ist und zu guter Letzt eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung namens Fast Convoy, ein Drogen-Konvoy, der 1800 Kilometer weit muss bis nach Paris und dabei hier ein Drogenthriller erzählt wird. Und wenn ihr diesen Heimkinostart gerne gewinnen wollt, auf Blu-ray 3 davon hätte ich, schreibt in die Kommentare, welcher Film euer Lieblings-Drogen-Thriller-Film ist, also wo es Richtung Mafia und Co. geht. Was ist da euer Lieblingsvertreter? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Fast Convoy auf Blu-ray gewinnen. Und damit sind wir am Ende von dieser Verlosung. Jede Woche gibt es eine und das war die für diese Woche. Viel Spaß beim Kommentare schreiben und Glück beim Gewinnen. Ich wünsche es euch und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.